Großalarm am Montag, den 6. Mai, kurz vor 15 Uhr für die Feuerwehren der Stadt Pocking und für die umliegenden Feuerwehren. In Pocking brannte das Baywa Bau- und Gartencenter. Die Rauchsäule konnten die anfahrenden Einsatzkräfte schon von Weitem sehen. Im Gartencenter war aus noch unbekannter Ursache ein Brand ausgebrochen, der sich rasend schnell ausgebreitet hatte. Bereits beim Eintreffen der Einsatzkräfte brannte die Anlage lichterloh. Schon vorher waren alle Mitarbeiter und Kunden rechtzeitig aus dem Markt evakuiert worden. Wir haben in Summe 11 Feuerwehren da, über 110 Feuerwehrdienstleistende. In Summe mit BAK, Malteser und der Polizei mit Kripo haben in etwa 190 Personen hier am Einsatzgeschehen eingebunden, werden auch über uns koordiniert und ausgesteuert. Mächtige Flammen stiegen aus den Gebäuden auf und immer wieder waren Explosionen aus dem Inneren zu hören. Ja, die Explosionen, die sind dahingehend unproblematisch gewesen. Das sind die Farbe und Lacke, die da drin gelagert gewesen sind, die haben natürlich entsprechend explodiert. Das hat man aber so weit in den Griff gehabt. Das Feuer loderte vor allem aus dem Zentralgebäude, das nicht mehr zu retten war und nach unter lautem Getöse einstürzte. Laut Berichten von diversen Kameraden hat man das sehr, sehr weit gesehen. Also es wurde berichtet, dass man es teilweise sogar auf dem nördlichen Teil vom Landkreis Passau noch gesehen hat, die Rauchsäule. Von allen Seiten wurde das Feuer bekämpft, um ein Übergreifen auf den Baumarkt und auf die Gebäude des Gartencenters zu verhindern. Wir haben aber im Gegenzug dazu unser Bestmögliches getan, haben den Gartencenterbereich als auch das anliegende Baustoffmittellager entsprechend halten können. Und da ist jetzt alles gesichert. Die starke Rauchentwicklung und die entstandenen Rußpartikel breiteten sich rund um den Brandherd aus. Deswegen wurde eine Warnung an die Bevölkerung herausgegeben. Durch die enormen Rauchentwicklungen habe ich die Polizei um Unterstützung gebeten und hat eine Bevölkerungswarnung über Radio ausgegeben und ist auch in den Straßenzügen durch Pocking durchgefahren mit 3 Streifenwagen und hat die Durchsagen gemacht, dass die Türen und Fenster geschlossen bleiben sollten. Wir haben auch den Messtrupp aus Saarkirchen angefordert, der hat dann Messungen durchgeführt im Umkreis von 500 und 1000 Meter, wo sich der Rauch dann auch entsprechend niedergelegt hat. Dabei konnten keinerlei Schadstoffe festgestellt werden. Vor Ort waren natürlich auch Einsatzkräfte der verschiedenen Rettungsdienste. Sie bereiteten sich auf eventuelle Einsätze vor, die bei einem solchen Großbrand notwendig werden können. Wir haben mit 43 Helfer vor Ort. Es waren da 6 RTW, 4 KTW, auch die Österreicher haben uns ausgeholfen mit Krankenwagen und einem Notarzt aus Schärding. Abtransportiert haben wir 3 Personen, behandelt haben wir 2. Wobei da die Kreislauferkrankungen im Vordergrund gestanden haben, durch die Hitze und durch die schwere Arbeit, was die Feuerwehrdienstleistenden haben leisten müssen vor Ort. Vor Ort machte sich auch der Bürgermeister der Stadt Pocking ein Bild von der Lage. Das ist natürlich tragisch, auch fürs Geschäftsleben, aber das ist jetzt mal das Wenigste. Wir sind froh, soweit ich weiß, hat es keine gröberen Verletzungen geben. Das ist wirklich mal das Wichtigste. Und jetzt muss man dann weiterschauen, die Brandursache und so weiter und was das für Konsequenzen haben wird. Nach gut 2 Stunden hatten die Einsatzkräfte der Feuerwehren den Brand unter Kontrolle gebracht. Jetzt haben die Nachlöscharbeiten, die fangen jetzt sukzessive an und dann heißt es Brandwache, genau. Wegen des Feuers musste die angrenzende Bahnstrecke für den Gleisverkehr gesperrt werden. Der Sachschaden kann derzeit noch nicht benannt werden, liegt aber sicher im hohen 6-stelligen Bereich. Am Morgen nach dem Brand wurde das gesamte Ausmaß des Schadens sichtbar. Zur Brandursache können momentan keine Angaben gemacht werden. Durch die Kriminalpolizeiinspektion Passau wurden vor Ort die Ermittlungen aufgenommen.